Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Never Alone. Und in der letzten Folge sind wir hier nicht weitergekommen, weil hier der Sturm so wütete. Und ich hoffe, dass wir jetzt weiterkommen werden. Das sieht gut aus. Das sieht besser aus wie vorher. Meine Güte. Boah. Boah. Boah, ist das ein Sturm. Wow. Boah. Wow. Wow, nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, so. Jetzt aber. Oh, Aliop. Ein wenig warten, der Sturm ist ganz schön. Ah. So, jetzt aber. Boah. Boah. Der Sturm wurde immer heftiger für die beiden und kaum zu ertragen noch. Doch sie hielt nicht an. Sie wollten weiter. Immer weiter. Wow, wow. Oh, oh. Oh. Was? Was? Oh. Okay. Und nun wurden beide getrennt. Aber das hielt sie nicht auf. Das hielt sie nicht auf, weiterzumachen. Und der Sturm legte sich. Der Sturm legte sich. Wow. Nein. Ich will nicht wissen, was er dem kleinen Polarfuchs antut. Nein, tu es nicht. So. Hallo, geh ruhig weiter. Uah! Das war viel zu weit, wie ich gelaufen bin. Ich komme übrigens gerade aus der Aufnahme von Minecraft. Uah, das war zu viel. Warum läuft denn der Fuchs jetzt nicht alleine? Hm. Naja, ist ja auch vollkommen wurscht. Uah. Jetzt muss ich den Fuchs selber bewegen. Wie gemein. Gerade funktioniert das auch ohne. So, alle hopp. Nein. Oh mein Gott. Der böse Mann. Ich geb dir, Bola. Ich geb dir alles, was du brauchst. Nein! Thank you.
Tegannek allang ohne magit besok. Naga dan naidok adalamik. Nanü, wer ist denn das? Höhen und Tiefen. Okay, und weiter geht das Abenteuer. Der Fuchs wurde neu geboren. Kulange Heligo, der Bartut, nun langat. Der Rigan nimmt Kinektit Gay, Kanutun. Bekpokanakti lange Schule. Ich kann Jurisort Elitkutschitsch. Ah, okay. Ja, ist ja faszinierend. Also, Also, ich muss sagen, krasse Geschichte. Also, Hut ab. Bis jetzt sehr, sehr geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Tolles, ja. Tolles Spiel bis jetzt. Weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Ich schau mal eben. Sieht so... ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich hab's schon gesehen. Ist ein heftiger... Seesturm, wollte ich schon sagen. Ein heftiger Schneesturm. So, da werden wir mal... den Fuchs dazu bringen, dass er uns hilft. Da komme ich doch nie im Leben dran. Hallo. So. Immer schön raufklettern. Kann er denn hier irgendwas tun, dass er... Er kann es irgendwie nicht mitnehmen, oder? Nee, leider nicht. Irgendwie... Also mehr wieso? Geht, glaube ich, nicht. Ah, wir müssen ja den Wind nutzen. Stimmt ja, da war ja was gewesen. Ich vergesse es immer wieder. Das war falsch. Mein Gott. Ich muss ja immer mit der Steuerung wieder klarkommen, wenn man so lange Minecraft gespielt hat. Sehr schön. Und so helfen sich die beiden wieder irgendwie. Was ich sehr faszinierend finde. Wie in guten, so auch in schlechten Tagen. Das klingt so ein bisschen wie so eine Verpflichtung. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier richtig ist, hier lang zu laufen. Der Park tut in Jungit, Schalab Kehuting. Fakalagat, Derigan Nerg. Sule Ikayokulu, Nivak Serol, Igilegen Ingani. Sehr schön. Na. So. Faszinierend, würde jetzt Captain Spock sagen. Achso, wir müssen ja hier lang, stimmt ja. Da war ja was. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein sehr, sehr tolles Spiel. Es macht eine Menge Spaß, das Abenteuer zu erleben. Ich hoffe, euch auch.
Das ist unglaublich. So ein tolles Spiel. Wow. Der war knapp. Ob das reicht? Schauen wir mal. Wow. Das war falsch. Oh. Da ist der Fuchs wieder traurig. Bleibt er nicht aus. Wow. Na, kletterst du da? Der Schneesturm ist aber auch immer heftig hier. So. Reicht das schon? Ich weiß es gar nicht. Probier's mal aus. Ja. Na. So, komm mit. Geh mal schön mitziehen. So. So. Faszinierend. Uah. Jetzt hätte ich auch noch beinahe die falsche Person bewegt. Na. So, sehr schön. Beschwört er mal wahrscheinlich den nächsten Geist, vermute ich mal. Ja. Na. Vielleicht müssen wir auch runter. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Sehr schön. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, wir müssen nach unten. Ich bin mir dabei gar nicht so sicher. Ja, wir müssen nach unten weiter. Wow. Warte mal schauen, was hier so ist. Ich glaube, hier ist gar nichts, oder? Wo soll ich bitte dahin? Ah, okay. Ganz in Ruhe. Und voller Gelassenheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Also dieses Let's Play ist echt so eins, so, wo man sagen kann, endlich so entspannt. Ein entspanntes Let's Play. So für den Sonntagabend zum Genießen. So, schauen wir mal. Wow. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinrutschen. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnder weißen Schnees. So. Da wären wir auch schon wieder. Wow. Okay. Puh. Sind wir schon mal unten? Gucken wir jetzt. Ah, da. Da haben wir was. Sehr schön. Nur die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ah, ja. Sehr schön. Wow.
Der ganze Baum bewegt sich. Faszinierend. Bin echt begeistert von dem Spiel. Ich glaube, man merkt es mir auch so ein bisschen an. Ich habe echt Spaß dabei. Und das ist ja die Hauptsache. Dass man Spaß daran hat, was man tut. Das, da werden mir viele jetzt wahrscheinlich recht geben. Viele auch nicht. Ist mir auch egal. So. Wow. 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 Hallo. Okay. Nein. Das war ja mal voll hohl. Voll hohl. Volles Rohr. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ach, ich hätte wahrscheinlich nur absteigen brauchen, so wie das aussieht. Boah, das sieht aus wie so eine Klaue. Krass. Das ist aber echt heavy. Jetzt wird es mir ein bisschen unheimlich, das Spiel. Ah, da ist wieder unser Baum. Mal gucken, wo, wo er uns hinführt. Hallo? Uah. Ich glaube, der Baum geht unter. Also zumindest der... der untere. So, mit dem Schneesturm kommen wir weiter. Oder auch nicht. Hallo? So. Was, ich muss immer wieder sagen, was ist ein tolles Abenteuer, also... Und das für einen Indie-Titel, wohlgemerkt, ja. Das ist halt ein Indie-Titel. Wie müssen wir denn hier... Uah! Ah, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe. So, die Klauen des Bösen. Die Bäume des... Huch, die Bäume des Bösen. So, mit dem Schneesturm werden wir wahrscheinlich da rüberkommen. Vermute ich mal. Yeah, jawohl. Ich habe immer so ein bisschen Angst, daneben zu springen, wenn das so schnell geht. Juhu. Juhu, da ist wieder unser Baum. Der Baum der Weisheit. Hallo? 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 Komm mit mir und ich zeige dir, wo es lang geht. Was für gruselige Augen dieser Baum hat. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle eine kleine Pause und dann geht's
spannend bei Never Alone hier weiter beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei. Und würde ich jetzt erstmal sagen, macht's gut. Tschüss.